Bei dem versuchten Anschlag in München hat der Täter nach Angaben der Polizei mehrfach auf das israelische Generalkonsulat geschossen. Zuvor hatte der 18-jährige Schütze 2 Schüsse auf das NS-Dokumentationszentrum abgegeben. Das ist der schwarze Block auf der Übersichtsaufnahme, hat dort ein Fenster beschossen, ist dann dort in das Gebäude eingedrungen, hat sich dort auch beim Eindringen verletzt. Das haben wir aufgrund von Blutanhaftungen feststellen können. War im Gebäude selbst unterwegs und hat auch im Gebäude sozusagen dann nochmal eine Blutspur gesetzt. Hat das Gebäude dann, das ist das in der Bader Straße 21, wieder verlassen auf den dort liegenden Parkplatz und hat dann zunächst versucht, über ein Fahrzeug den Zaun zum israelischen Generalkonsulat zu überwinden. Das scheint ihm nicht gelungen zu sein. Deswegen hat er sich dann weiter Richtung Generalkonsulat zubewegt und hat dann dort auf das Gebäude des Generalkonsulats geschossen, wieder 2 Schüsse.